Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie zu dieser Medienorientierung über den Fall Carlos. Die Unterlagen haben Sie hoffentlich bekommen. Ich informiere Sie kurz, dass alle Unterlagen, die wir Ihnen hier abgegeben haben, ab sofort auch im Internet einsehbar sind unter www.zh.ch, alles vorhanden. Ganz kurz zum Ablauf dieser Medienorientierung. Justizdirektor Martin Graf und Oberjugendanwalt Marcel Riesen werden jetzt den Bericht vorstellen. Herr Graf wird eine Würdigung vornehmen, das dauert vielleicht 40 Minuten insgesamt. Nachher wird Zeit sein für Fragen, Diskussion, ich denke 20 Minuten, maximal 30. Nachher, also Größenordnung 10 nach 3 oder so etwas, Zeit für Einzelinterviews. Die Herren stehen selbstverständlich noch eine Weile zur Verfügung. Bitte, Martin Graf. Sehr geehrte Medienschaffende, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Justizdirektor nehme ich heute die Gelegenheit wahr, zusammen mit dem leitenden Oberjugendanwalt Marcel Riesen zum Fall Carlos Stellung zu beziehen. Es ist ein Fall, der die Gemüter erhitzt und die Jugendanwaltschaft, das werden Sie sehen, schon lange beschäftigt. Ich habe Verständnis dafür, dass bei diesem Fall die Volksseele kocht. Auch ich reagierte aufgrund der ersten Medienberichte ähnlich. Der Fall wird von vielen nicht verstanden und ist schon gar nicht kommunizierbar. Ich selbst habe den Fall vor allem auch deshalb nicht verstanden, weil ich und ich kann sagen auch meine Direktion mit der Arbeit der Jugendstrafrechtspflege als Ganzes sehr zufrieden sind. Unsere Jugendanwältinnen und Anwälte engagieren sich seit Jahren mit großem Einsatz für schwierige Jugendliche. Sie versuchen, sie auf den richtigen Weg zu bringen, was nicht immer einfach ist. Sie arbeiten mit einer Jugend, welche oft den Rest der Gesellschaft eigentlich nicht interessiert. Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, man hört nichts davon. Hauptsache, es passiert nichts. Und sie erreichen dabei, meine Jugendanwältinnen und Jugendanwälte, das ist ihnen zuzubilligen, gute Resultate. Selbst Hans-Ueli Gürber, leitender Jugendanwalt Zürich, hat in seiner langen Karriere erfolgreich gewirkt und sich immer wieder der schwierigen, schwierigsten Fälle angenommen. Ich wollte deshalb umgehend wissen, ob es sich hier um einen Einzelfall handelt, der daneben ging, oder ob wir andere gleichgelagerte Fälle haben. Wir haben ja regelmäßig Rapport mit der Jugendanwaltschaft unter der Leitung von Marcel Riesen und da besprechen wir ja die Probleme. Bislang war das kein Thema, nicht eines auf dieser Ebene. Ich kann Ihnen heute versichern, es handelt sich aus meiner Sicht um einen unschönen, eigentlich tragischen Einzelfall. Der Fall Carlos wirft berechtigte Fragen auf, das darf man sagen. Auch mit Blick auf die mediale Wirkung des Falles besteht offenbar zusätzlicher Diskussionsbedarf rund um das Jugendstrafrecht. Diese Diskussion darf man aber nicht mit Emotionen und ideologischen Parolen führen, sondern mit Verstand und kühlem Kopf. Die Oberjugendanwaltschaft, die hat korrekt reagiert. Sie hat in den ersten Tagen ihr Wissen, das sie hatte, sofort offengelegt. Nach der ersten Berichterstattung in den Medien war mir jedoch klar, dass wir ohne gesicherte Grundlagen keine Schlüsse aus dem Fall ziehen können. Ich wollte persönlich die Einzelheiten kennen, bevor wir Entscheide fällen und gab darum unmittelbar den Bericht in Auftrag, der nun vor Ihnen liegt. Der Umgang mit dem schwierigen Teil unserer Jugend ist mir zu wichtig, als dass wir ohne sichere Fakten so aufs Blaue hinaus diskutieren und Beschlüsse fassen. Polemik bringt uns in dieser Sache nicht weiter. Jetzt liegt der Bericht vor. Er enthält alle Fakten, die wir offengelegt haben. Wir haben es sehr weitgehend offengelegt und wie gesagt, steht der Bericht auch im Internet zur Verfügung. Ich hoffe, dass wir auf dieser Grundlage die Diskussion versachlichen können. Der Bericht schildert den Fall im Detail.
deckt einige Mängel auf und schlägt darum auch Maßnahmen vor. Ich bin froh, dass wir zurzeit im Kanton Zürich insgesamt nur 2 Fälle mit einem besonderen Setting haben. Gallus und ein weiterer Fall. Dieser Fall, dieser zweite, wird zurzeit ebenfalls überprüft. Alle anderen, insgesamt sind es 130 Fälle, sind in einem regulären Regime, in einem Heim untergebracht, in einer Pflegefamilie, im Gefängnis oder in der Psychiatrie, wie das gang und gäbe ist. Oberjugendanwalt Marcel Riesen wird Ihnen anschließend den Bericht vorstellen. Es wird sich ein bisschen in die Länge ziehen, weil eben der Bericht relativ umfangreich ist und viele Themen anschneidet. Sie werden es dann sehen. Aber ich möchte, bevor er auf den Bericht eintritt, auf 2 Punkte hinweisen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Für die Strafverfolgung und auch für mich und meine Direktion steht immer die Reintegration von Täterinnen und Tätern in die Gesellschaft im Vordergrund, soweit es sich selbstverständlich um behandelbare, therapierbare Personen handelt. So will es das schweizerische Strafrecht, und ich rede hier nicht nur von den Jugendlichen. Es betrifft aber in besonderem Maße natürlich jugendliche Straftäterinnen und Straftäter. Sie sollen wieder Teil der Gesellschaft werden, sie sollen arbeiten und selber für ihren Lebensunterhalt sorgen. Das ist ein Muss, von dem wollen wir nicht abrücken. Am teuersten sind nämlich für unsere Gesellschaft rückfällige Straftäterinnen und Straftäter. Wir wollen im Kanton Zürich keine sogenannte Drehtürjustiz. Jedes Delikt löst enorme Kosten aus, bei Betroffenen, bei Sachanlagen, beim Opfer, im Strafverfahren, im Justizvollzug. Es geht also darum, deliktische Handlungsketten möglichst zu unterbrechen. Alles andere löst über die Lebenszeit eines Delinquenten gesehen viel höhere Kosten aus. Auch wenn eine Maßnahme kurzfristig sehr teuer erscheint, und das sind sie, kann das die langfristig billigere Lösung sein. Und der zweite Punkt: Das Schweizer Justizmodell, das auf die Verhinderung von Rückfällen ausgerichtet ist, gilt im Ausland als modellhaft und wegweisend. Unsere Justiz, unsere Strafverfolgungsorgane, der Justizvollzug hat mit dieser Haltung den Fokus nämlich auf nachhaltige Problemlösungen bislang sehr erfolgreich gearbeitet. Bei der Jugendkriminalität scheint sich dies im Ergebnis auszuzahlen, verspüren wir doch einen erheblichen Rückgang der Täterschaft, nämlich 30% über die letzten 10 Jahre, vor allem in den letzten Jahren gegenüber dem Höhepunkt 2009. Und das trifft auch für Intensivtäter zu. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist kein Freipass für abenteuerliche Betreuungsregimes. Gerade der Umgang mit den schwierigsten unserer Jugendlichen verlangt Sorgfalt. Und das war in diesem Fall nicht erfüllt. Damit möchte ich Marcel Riesen nun das Wort geben, um durch den Bericht durchzuführen. Und ich komme dann zum Schluss noch auf die Schlussfolgerungen. Okay. Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrte Damen und Herren, der Beginn des medialen Falles Gallus war die Sendung Reporter am 25. August. In der Folge hat Regierungsrat Martin Graf von der Oberjugendanwaltschaft einen Bericht zum Fall angefordert. Dieser Bericht liegt, wie Sie bereits gehört haben und wie Sie ihn in den Händen halten, nun vor. Ich werde im Folgenden durch diesen Bericht hindurchgehen, nicht bei allen Tabellen in der Länge, die Sie vielleicht jetzt befürchten, aber doch 2-3 Punkte betonen, die mir wichtig erscheinen, und bitte Sie für Fragen, das wurde bereits in der Einleitung gesagt, die Fragen für nach der Präsentation aufzuheben. Wenn Sie kurz die Übersicht sehen, dann sehen Sie vor sich die Punkte, die wir behandeln werden. Ich komme gleich zu Beginn noch einmal kurz auf die Zielsetzungen des schweizerischen Jugendstrafrechts zu sprechen. Im Jugendstrafrecht stehen im Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht die erzieherischen Maßnahmen im Vordergrund, wie das Regierungsrat Graf bereits betont hat. Die Sanktionen des Jugendstrafrechts dienen nicht der Tatvergeltung, sondern verfolgen das Ziel, den zu beurteilenden Jugendlichen im Sinne der Spezialprävention
von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. Was im Einzelfall als erzieherisch wirksam und geboten erscheint, beurteilt sich nach dem Persönlichkeitsbild des Delinquenten und seinem Erziehungszustand. Wenn wir uns die Grundsätze des Jugendstrafgesetzes anschauen, dann ist wegleitend für die Anwendung dieses Gesetzes sind der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen. Und dabei ist den Lebens- und Familienverhältnissen des Jugendlichen sowie der Entwicklung seiner Persönlichkeit besondere Beachtung zu schenken. Nun aber zum Fall Carlos. Die Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt befasst sich seit über 7 Jahren mit Carlos. Das erste Strafverfahren gegen den damals 10-jährigen Jugendlichen wurde im Februar 2006 eröffnet. Ich komme direkt zu den Delikten. Zwischen Februar 2006 bis Juni 2011 verübte Carlos 34 Delikte, die zu einer Verurteilung führten. Beim schwersten Delikt handelte es sich um eine schwere Körperverletzung. Das ist der Vorfall vom 14. Juni 2011 in Schwamendingen mit Messerstichen in den Rücken des Opfers. Ein Blick auf die Verurteilungen. Wir haben verschiedene Urteile und Verurteilungen. Ein erstes Urteil des Jugendgerichtes Zürich vom 16. November 2009. Die Details sehen Sie in den Unterlagen. Wir haben eine Erziehungsverfügung, einen Strafbefehl der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt vom November 2010. Und wir haben schließlich ein Urteil des Jugendgerichtes Zürich vom 8. November 2012. Dort im Wesentlichen erfolgte ein Schuldspruch wegen schwerer Körperverletzung. Es wurde als Schutzmaßnahme die offene Unterbringung angeordnet und als Strafe 9 Monate Freiheitsentzug. Ein Blick auf die psychiatrischen Begutachtungen von Carlos. Carlos wurde im Jahre 2009 psychiatrisch begutachtet und 2010 wurde ein psychiatrischer Therapieverlaufsbericht erstellt. Die Fachleute empfahlen eine offene Unterbringung. 2012 erfolgte eine zweite psychiatrische Begutachtung. Dabei erstattete der Gutachter folgende Empfehlung: 1:1 Betreuung durch einen erfahrenen Sozialpädagogen, weitere Beruhigung durch ein reizabgeschirmtes Milieu sowie eine Förderung durch wohlproportionierte oder portionierte sozialpädagogische Interventionen und Beziehungsangebote, um eine psychopathologische Stabilisierung und im weiteren Verlauf spezifischere Interventionen, unter anderem psychiatrisch-psychotherapeutische, möglich zu machen. Soweit die Empfehlung, die aus dem psychiatrischen Gutachten folgt. Nun ein Blick auf die Platzierungen. Zwischen dem Oktober 2006 und Juli 2012 wurde Carlos circa 8-mal in Gefängnissen, 5-mal in geschlossenen Institutionen, das sind Beobachtungsstationen und psychiatrische Einrichtungen, und 7-mal in offenen Institutionen eingewiesen bzw. platziert. Dazwischen wohnt er verschiedentlich kurzzeitig bei seinem Vater. Sie haben in Ihren Unterlagen eine ganze Liste oder eine Auflistung der verschiedenen Unterbringungsorte oder Stationen, die Carlos im Laufe seines noch jungen Lebens hinter sich gebracht hat. Ich möchte Sie verschonen, auf alle diese Stationen jetzt da einzutreten. Ich kann vielleicht zusammenfassend festhalten, dass er in den letzten 6 Jahren ungefähr 20 Mal in solchen verschiedenen Stationen untergebracht war, wie Sie bereits aus der Platzierungszusammenstellung gesehen haben. Wenn wir ganz vorwärts rücken in der Chronologie, dann finden Sie gegen Schluss den Beginn des Sondersettings, um das es hier mehrheitlich heute geht. Der Start nämlich am 9. Juli 2012, nachdem alle Bemühungen, irgendwelche positiven, zukunftsträchtigen Resultate in geschlossenen und anderen Einrichtungen zu erreichen, gescheitert waren. Ich komme direkt, möchte noch ergänzen, dazwischen war noch das Urteil, oder in der Folge erfolgte das Urteil vom 8. November
2012, das ich Ihnen bereits, das ich bereits erwähnt habe, des Jugendgerichtes Zürich, das diese offene Unterbringung zum Urteil auch erhoben hat. Kommen wir nun zum Sondersetting, rechtliche Grundlage und Definition. Der Inhalt des Sondersettings entspricht einer offenen Unterbringung gemäß Artikel 15 Absatz 1 des Jugendstrafgesetzes. Mit dem Sondersetting sollte die Empfehlung im forensisch-psychiatrischen Gutachten umgesetzt werden, dass unter anderem ja eine 1:1-Betreuung durch einen Sozialpädagogen empfohlen hatte. Und ich erlaube mir hier eine kurze Definition, die finden Sie nicht im Lexikon, sondern die haben wir definiert. Ein Sondersetting ist eine hochintensive sozialpädagogische 1:1-Betreuung während 24 Stunden mit begleitetem Wohnen, verbunden mit therapeutischen Maßnahmen und Lern- und Schulungselementen. Ein Sondersetting wird nur dann errichtet, wenn bei einem Jugendlichen die üblichen Vollzugsformen, Institutionen, Heime etc. keinen Erfolg zeigen, der Jugendliche immer wieder delinquiert und in etablierten Heimen und Maßnahmezentren keine Platzierung möglich ist, unter anderem wegen des Alters des Jugendlichen, weil es keinen Platz hat oder weil die Heime den Jugendlichen gar nicht erst aufnehmen oder uns wieder überlassen, weil er in der Durchführung des Heimaufenthaltes schlicht und einfach zu schwierig ist. Ich komme zum Sondersetting, jetzt im Speziellen im Fall Carlos. Sie haben gehört, Carlos wurde ca. 20 Mal in verschiedenste Institutionen eingewiesen. Abklärungseinrichtungen, Gefängnisse, psychiatrische Kliniken etc. Sämtliche diese Maßnahmen mussten nicht innerhalb kurzer Zeit, einige gingen auch länger, wieder abgebrochen werden. Eine längerfristige stabile Entwicklung konnte nicht einsetzen. Der gerichtliche Auftrag, nämlich die offene Unterbringung, aber auch der gesetzgeberische Auftrag des Jugendstrafrechts konnte mit den gewohnten Mitteln und Institutionen nicht sichergestellt werden und die Empfehlungen in dem psychiatrischen Gutachten konnten auch nicht umgesetzt werden. Wir können ein bisschen pointiert oder zugeschwitzt sagen, die Jugendanwaltschaft sah sich deshalb einem eigentlichen Vollzugsnotstand gegenüber. Und das würden Ihnen auch Vertreter der Polizei bestätigen und andere Gremien, die mit diesem Jugendlichen schon zu tun hatten. Der Vollzugsnotstand wird auch im psychiatrischen Gutachten, auf das ich noch einmal kurz Bezug nehme, dargestellt. Ich zitiere da nicht alles. Das Dilemma im vorliegenden Fall legt Lücken in der forensischen Kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungslandschaft offen und so weiter. Und dann folgt die Empfehlung, die Sie bereits kennen. Aus diesen Gründen, weil also alle bisherigen Maßnahmen versagt haben, weil es sich um einen außerordentlich schwierigen Jugendlichen handelte, wurde für Carlos also ein Sondersetting eingerichtet. Wir kommen zur Frage Sondersetting, Regelfall oder Einzelfall. Da hat Herr Regierungsrat Graf bereits schon 2-3 Worte dazu gesagt. Ich möchte sie dennoch gerne wiederholen. Der Fall Carlos ist aktuell der eine von 2 Fällen, für welche ein Sondersetting eingerichtet wurde. Vergleicht man die Zahl von 2 Fällen mit der Gesamtzahl aller stationären Unterbringungen in der Verantwortung der Jugendstrafrechtspflege im Kanton Zürich, und ich nehme hier den Stichtag vom 31. August 2013, dann waren das 130 Fälle. So entspricht diese 1-2 Fälle einem Prozentsatz von rund 1,5% aller Fälle von Jugendlichen, die unter strafrechtlichem Titel stationär eingewiesen worden sind. Dass es sich bei Sondersettings um Einzelfälle handelt, zeigt auch der Überblick über die Verurteilung und Schutzmaßnahmen. Sie brauchen jetzt nicht zu befürchten, dass ich die ganze Tabelle durchgehe, aber 4 Punkte möchte ich doch erwähnen. Wenn Sie die Anzahl verurteilter Jugendlicher nehmen, 2009 bis 2012, haben wir einen Rückgang von ungefähr 4.000 auf 3.400. Wenn Sie in der 5. Spalte die Anzahl Jugendlicher in stationären Schutzmaßnahmen sich vor Augen halten, dann betrug die Zahl der Jugendlichen, die mindestens einen Tag im Jahr in einer stationären Unterbringung verbracht haben, im Jahr 2009 288, im Jahr 2012 noch 239. Wir haben also auch bei den stationären Unterbringungen einen Rückgang. Nehmen Sie die zweitletzte Zeile noch.
Anzahl der wegen einer Gewaltstrafe zeigten Jugendlichen, das sind jetzt die Verzeihungen, die bei uns auf dem Pult der Jugendanwaltschaften gelangt sind, da hatten wir 2009 ungefähr 1150, im Jahr 2012 waren es noch 630. Ich sage Ihnen das, um einfach den allfälligen Schlussfolgerungen, die aus einem oder zwei Fällen gezogen würden und damit meinten, wir hätten einen schlechten Zustand in der Jugendstrafrechtspflege und damit selbstverständlich auch eine schlechte Wirkung ein bisschen entgegenzuhalten. Ich denke, wir dürfen aufgrund von diesen Zahlen, auch wenn ich jetzt pro domo für meine Leute natürlich spreche, auch auf diese Erfolge, auch wenn sie nicht nur auf unser Verhalten zurückzuführen sind, hinweisen. Und schließlich noch zur Frage des Geldes, um das es ja nicht zuletzt auch geht. Wenn Sie die Aufwendungen für Schutzmaßnahmen in Millionen Franken sich vor Augen halten, das ist die Rechnung, nicht das Budget, dann sehen Sie 2009 praktisch genau 30 Millionen Franken und Sie sehen im Jahr 2012 knapp 26 Millionen Franken. Wir hatten also in den letzten 4 Jahren 4 Millionen weniger Aufwand in der Unterbringung von Jugendlichen in stationären Settings. Das war ein kleiner Exkurs. Wir kommen wieder auf den Fall Carlos. Ich komme zur Umsetzung des Sondersettings. Einleitend möchte ich hier quasi in persönlicher Absicht, in Anführungszeichen, noch festhalten oder zur persönlichen Absicherung, dass der Sprechende mit Personen der Riesen-Ockenfuß-Organisation weder verwandt noch verschwägert oder wie man so schön ausdrückt, noch in irgendwelchen geschäftlichen Beziehungen steht, weil die Medien mir diese Frage auch schon gestellt haben. Wir kommen gleich zu Riesen-Ockenfuß. Mit der Umsetzung des Sondersettings wurde also diese Firma beauftragt. Sie wurde beauftragt, weil sie ein betreutes Wohnen in unterschiedlichen Intensitäten anbietet, darunter eben auch eine 1:1-Betreuung von Jugendlichen mit Tagesstruktur während 24 Stunden täglich. Der fallführende Jugendanwalt Hans-Ueli Gürber wählte für das Sondersetting diese Firma, weil sie bereits mit Carlos gearbeitet hatten und er, Gürber, schon in anderen Fällen erfolgreich mit dieser Institution zusammengearbeitet hatte. Und da ist es auch wichtig, oder ist es mir wichtig zu betonen, es gab keine vergleichbare andere Einrichtung oder Institution, die ein solch maßgeschneidertes Angebot anbietet oder sonst wie zur Verfügung gestanden wäre. Zur Frage der Bewilligung. Sie haben auch da in der Presse in den letzten Tagen kurzfristige Ausführungen zu dieser Bewilligungsfrage gehört. Da möchte ich ganz kurz einfach festhalten, es obliegt den einweisenden Jugendanwaltschaften, im Einzelfall zu prüfen, ob die Institution und die konkrete Platzierung den Anforderungen des Jugendstrafgesetzes genügen. Damit ist die Frage der Bewilligung für den vorliegenden Fall nicht relevant. Sie ist relevant für Institutionen und Heime, aber nicht direkt für die Unterbringungshandlungsweisen der Jugendanwaltschaften. Wir kommen zu den Zielen. Da möchte ich Sie auch nicht mit allen Details jetzt da langweilen, aber doch als oberstes Ziel festhalten. Anschluss ist die Normalität an unsere Gesellschaft und ein wichtiges Ziel selbstverständlich das Einhalten einer Tagesstruktur, das Nachholen des Schulstoffes und das Training von Grundwerten etc. Sie sehen auch die anderen Ziele, die mit diesem Sondersetting verbunden waren. Ich komme zu den Leistungen. Das Sondersetting beinhaltete folgende Leistungen. Auch hier nicht abschließend, Sie haben es abschließend im Bericht. Die jetzt schon mehrfach erwähnte 1:1-Betreuung, Begleitung und Beaufsichtigung während 7 Tagen pro Woche, 24 Stunden täglich, sozialpädagogische Begleitung und Coaching vor Ort, Intensivbegleitung bei Krisen und so weiter. Sie sehen auch unten Wohnen, Essen, Schlafen in eigens angemieteter Wohnung. Wir werden noch auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Also ein ganzes Bündel von Leistungen, das in dieser Pauschale Inhalt oder Platz gefunden hatte. Sie finden auch zum Schluss das Thai-Box-Training, das die Medien auch stark bewegt hat. Wie sieht nun die konkrete Ausgestaltung des Sondersettings aus? Da ist vielleicht auch die Meinung aufgekommen, der Jugendliche lebt da friedlich in der Wohnung ohne nähere Tagesstruktur. Wenn Sie sich einen Tagesablauf anschauen, auch hier ohne alle Details, dann ist er klar geregelt.
beginnt mit Aufstehen, Morgenhygiene etc., wie das bei allen von den Anwesenden hier der Fall ist. Nur wird es da stärker strukturiert und zwingend eingefordert. Und Sie sehen auch, dass es mit Arbeit verbunden ist. 8 bis 10 Uhr Putzen, Aufräumen von Trainingslokal in dieser Trainingseinrichtung, die Sie bereits aus den Medien kennen. Also die Tagesstruktur sieht auch Arbeiten vor und das ganz deutlich. Sie können die übrigen Positionen hier aus den Unterlagen ersehen. Wir kommen zu den Kosten. Für diese Leistungen wurde mit Riesenockenfuß eine Kostenpauschale von 29.200 Franken vereinbart. Darin enthalten waren sämtliche Kosten für Personal und Tagesstruktur, Therapie etc. Sie sehen die Auflistung auch. Und die Kostenpauschale beinhaltete folgende Subpauschalen. Wir haben Ihnen die hier aufgeführt. Ich möchte auch da nicht auf alle Positionen eingehen. Sie sehen die einzelnen Positionen in der Betragshöhe mit dem Gesamtpotenzial oder mit der Gesamttotal von rund 29.000 Franken. Vielleicht entstehen dann auch noch Fragen im Anschluss an die Präsentation, wo Sie einzelne Positionen aufnehmen möchten. Ich komme zur Wirkung des Sondersettings. Noch einmal jahrelanges Bemühen in verschiedensten Institutionen ohne Resultate. Zum heutigen Zeitpunkt kann über die Wirkung des Sondersettings aus Sicht der Oberjugendanwaltschaft nach entsprechenden Erhebungen selbstverständlich festgehalten werden. Das Setting ist seit 13 Monaten stabil. Es brauchte keine Unterbrüche, keine Versetzungen in ein Gefängnis oder eine Klinik. Die Tagesstrukturen wurden eingehalten. Angesichts der vorhergehenden Institutionen Odyssee ist dies ein Erfolg. Auch in deliktischer Hinsicht hat das Setting Stabilität gebracht. Mit Ausnahme des Verfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung, da steht mutmaßlich ein Fahrradunfall, ist da Gegenstand des Verfahrens, mussten keine neuen Verfahren angehoben werden. Es sind auch Fortschritte im Verhalten feststellbar, Verzicht auf Cannabis, Alkohol, Nikotin, vermehrt Verantwortungsübernahme im Haushalt, Beziehungsaufbau zu den Eltern, Aufbau eines neuen Freundeskreises und so weiter. Sie sehen halt hier jetzt eben die sozialen Fortschritte, aber die man nicht gering gewichten darf, wenn man die Geschichte dieses Jugendlichen kennt. Und das Fehlen dieser Möglichkeiten oder Beziehungsfähigkeiten ja letztlich auch ein Grund für das schwierige und auch delinquente Verhalten darstellt. Wir kommen zum nächsten Teil. Sie sehen das im Titel Fehler des Sondersettings. Da möchte ich durchaus auch einige kritische Punkte festhalten, die wir festgestellt haben und über die wir auch transparent berichten möchten. Bevor wir das aber ausführen, noch einmal das Jahr Stabilität, Verlässlichkeit, also positive Entwicklungsschritte. Und noch einmal zur Erinnerung, es gab keine anderen Möglichkeiten, eine adäquate Behandlung durchzuführen. Vielleicht doch dieser betonte Satz, wenn ein Fall ein Sondersetting benötigt hätte oder hat, dann war es der Fall Carlos. Dass der leitende Jugendanwalt der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt das Sondersetting angeordnet hat, kann daher auch aus Sicht der Oberjugendanwaltschaft nicht beanstandet werden. Die Anordnung erfolgte auch im Rahmen des gesetzlich erlaubten Rahmens. Allerdings weist die Ausgestaltung verschiedene kritische Punkte auf. Ich nehme einen ersten auf, die Kostenpauschale und Kostenhöhe. Bei jugendstrafrechtlichen Platzierungen in Institutionen der stationären Jugendhilfe wird grundsätzlich eine fixe Tagespauschale verrechnet. Das heißt, wenn wir einen Jugendlichen in einem Heim unterbringen, gibt es eine genau berechenbare, voraussehbare, immer gleiche Taxe für den Jugendlichen. Auch eine Pauschale, aber eine gleich definierte Taxe. Die Leistungen, welche diese Tagespauschalen beinhalten, sind klar definiert. Es besteht somit eine hohe Kostentransparenz. Beim vorliegenden Sondersetting konnte man nicht auf standardisierte Abläufe und Behandlungskonzepte zurückgreifen. Die Gründe habe ich Ihnen ja bereits ausgeführt, sondern musste ein individualisiertes Sondersetting rund um die Uhr installieren. Aufgrund der Unwägbarkeiten und der Möglichkeit der Anpassung auf aktuelle Entwicklungen, insbesondere auch wegen der notwendigen, sehr dichten persönlichen Begleitung,
wurde die Abgeltung an Riesenuckenfuss mit einer Pauschale von 29.000 Franken monatlich vereinbart. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Unterpauschalen für Tagesstruktur etc. zusammen. Hier gilt es auch festzuhalten, die Kostenpauschale wurde kompetenzkonform durch den fallführenden leitenden Jugendanwalt der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt bewilligt. Die Festsetzung von Pauschalen war notwendig, weil in diesem Einzelfall aufgrund der schwierigen Vollzugssituation mit erheblichen Schwankungen etc. zu rechnen war. Hingegen müssen wir feststellen, dass die vereinbarten Kosten für das Sondersetting eindeutig zu hoch sind. Die Kostenpauschale führt dazu, dass die Ausgestaltung der tatsächlich anfallenden Aufwendungen und damit der Leistungserbringung allein der Kompetenz der Auftragnehmerin ist. Damit können weder die effektiv erbrachten Leistungen bzw. anfallenden Kosten gesteuert noch letztlich überwacht werden. Und die Reaktion von Medien, Bevölkerung und Politik zeigen, dass die Höhe der Kosten schlicht auch nicht mehr nachvollziehbar kommunizierbar ist. Die Jugendanwaltschaft steht hier in der Pflicht, ein angemessenes Vertrags- und Kostencontrolling auf Ebene der Jugendanwaltschaften in solchen Fällen sicherzustellen. Sie haben unten erwähnt die Maßnahmen. Wir kommen ganz zum Schluss auf diese Maßnahmen zu sprechen. Ich nehme einige Punkte jetzt noch weiter, die wir unter dem Titel Fehler subsumiert haben. Wohnsituation. Es war Sache der Auftragnehmerin, über die Wohnsituation zu entscheiden. Größe und Ausstattung der Wohnung. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung wurde deshalb gewählt, weil auch die Betreuerin dort wohnte und Zimmer für Besprechungen sowie die regelmäßigen Besuche der Eltern mit Übernachtung notwendig waren. Die Wohnsituation in einem solchen Fall sollte einfach und zweckmäßig sein. Auf diesem Grundsatz wurde im vorliegenden Fall, müssen wir selbstkritisch sagen, zu wenig Rücksicht genommen. Ich komme zum Thai-Box-Training. Die involvierten Stellen waren in diesem Fall überzeugt, dass die vorerwähnten Ziele des Sondersettings bei Carlos nur in Kombination mit Thai-Box-Training zu erreichen waren. Zum damaligen Zeitpunkt stellte diese sportliche Aktivität die einzige überhaupt motivierende Beschäftigung oder Möglichkeit für diesen Jungen dar. Das geplante Thai-Box-Training wurde zudem immer wieder einer psychiatrischen Supervision unterzogen. In Ausnahmefällen kann es angezeigt sein, dass Jugendliche an Kampfsporttrainings teilnehmen. Andererseits ist es zu berücksichtigen, dass unter Fachleuten die Auswirkungen von Kampfsport bei Straftätern kontrovers diskutiert werden. Der Fall Carlos hat wohl auch deswegen zu heftigen Reaktionen in der Bevölkerung geführt. Zukünftig sind Kampfsportausbildungen im jugendstrafrechtlichen Straf- und Maßnahmenvollzug bis auf Weiteres nicht zulässig. Sind solche Ausbildungen in Ausnahmefällen dennoch angezeigt, so erfordern sie eine entsprechende psychiatrische Klärung und die Bewilligung durch die Oberjugendanwaltschaft. Ein generelles Verbot wäre nicht sinnvoll, weil es immer wieder einzelne Fälle gibt, bei denen für jugendliche Menschen, die auch voller Energie sind, und ich sage das nicht zynisch, auch irgendeine Form der Tätigkeit im sportlichen Bereich und vielleicht auch eine Kampfsportart wie Aikido etc. durchaus Sinn machen kann. Hierzu aber auch die Maßnahmen im hintersten Teil dann. Noch ein Wort zum Thai-Boxer, der vorbestraft war, gemäß Medienberichten. Aus Sicht der Oberjugendanwaltschaft hätte bei Kenntnis der rechtskräftigen Verurteilung die Tagesstruktur abgebrochen werden müssen. Das sage ich auch darum, weil wir in Institutionen, wenn wir Institutionen als Vergleich nehmen, keine Leute beschäftigen in der Regel, die Vorstrafen aufweisen. Und da dünkt es mich, müsste doch auch der Grundsatz gelten, dass die Qualität in Anführungszeichen und die Vorbildfunktion, die wir bei Trainingspersonen haben möchten, ein wichtiger Punkt ist, den es einzuhalten gilt. Dann ein letzter Punkt, ganz kurz, Information der Gemeinde Rheinach. Die Behörden in Rheinach wurden über das Sondersetting nicht informiert. Das war ein Fehler, den wir bedauern. Situation heute. Am 30. August hat die Oberjugendanwaltschaft das Vollzugsverfahren von Hans-Uli Gürber auf den leitenden Jugendanwalt Lizio Felix Bieri übertragen. Felix Bieri ist Leiter der Jugendanwaltschaft Winterthur. Aufgrund der Ereignisse, die Sie alle bestens kennen,
konnte das Sondersitting mit Carlos nicht mehr aufrechterhalten werden. Wir sahen uns daher gezwungen, ihn am 30. August stationär in einem geschlossenen Rahmen unterzubringen. Die Jugendanwaltschaft klärt nun in Absprache mit den Beteiligten ab, welche weiteren Vollzugsschritte an die Hand zu nehmen sind. Die Versetzung in die Geschlossenheit erfolgte aber zum Schutz des Jugendlichen und zur Aufrechterhaltung überhaupt der Maßnahme, weil Wohnort und Trainingsort und damit die ganze Tagesstruktur des Jugendlichen schlicht und einfach mit den medialen Aufmerksamkeiten weggefallen sind. Gegen diese Einweisung ins Gefängnis Limmatal wurde vom Rechtsvertreter von Carlos am 4. September Beschwerde ans Obergericht erhoben. Das Obergericht hat den Antrag um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gleichenteils abgewiesen. Das ist noch nicht rechtskräftig und wir werden sehen, wie allenfalls auch weitere Instanzen dann über diesen Fall urteilen werden. Ich komme noch kurz auf die Sendung Reporter. Da nur noch, langsam nähern wir uns dem Ende, doch den Text. Die Oberjugendanwaltschaft war von Herrn Gürber orientiert worden, dass SRF über ihn die Sendung Reporter drehen wollte. Die Oberjugendanwaltschaft genehmigte den Antrag. Da es sich bei Hans-Uli Gürber um einen leitenden Jugendanwalt und einen sehr erfahrenen Jugendanwalt handelt, der überdies mehrere Jahre als Mediensprecher der Jugendstrafrechtspflege tätig war, erließ die Oberjugendanwaltschaft keine einschränkenden oder kontrollierenden Weisungen. Die Oberjugendanwaltschaft musste davon ausgehen, dass die Sendung ein fokussiertes Porträt über Jugendanwalt Gürber als Person zum Inhalt hätte. Dass dann jedoch der jugendliche Carlos zu einer weiteren eigentlichen Hauptfigur des Beitrages wurde, zahlreiche Details des Vollzugs gezeigt wurden und der Jugendliche wenig anonymisiert war, wurde mit der Oberjugendanwaltschaft nicht abgesprochen. Der Filmbeitrag in der vorliegenden Fassung wäre von der Oberjugendanwaltschaft nicht bewilligt worden. Sie sehen auch hierzu eine Maßnahme. Und schließlich auch ganz kurz ein Exkurs. Der Fall Carlos hat gezeigt, dass geeignete Einrichtungen und Jugendliche wie Carlos gerade auch für psychiatrische Behandlungserfordernisse notwendig sind, unterzubringen, fehlen. Bereits im April 2013 haben Regierungsrat Martin Graf und Regierungsrat Thomas Heiniger eine Projektgruppe mit dem Auftrag eingesetzt, ein solches Projekt, das solche Problemfälle aufnimmt, zu starten, respektive die Schritte in die Wege zu leiten, um inskünftig mit wenigen Plätzen auch diesen Versorgungsengpass ausgleichen zu können. Ich komme nun zu den Maßnahmen. Eine Analyse des Sondersettings durch die Oberjugendanwaltschaft führt nun zu folgenden Maßnahmen. Maßnahme 1, Sondersetting sollen die absolute Ausnahme bleiben. Ich betone noch einmal, 2 Fälle von 130 Stationierten. Wird ein Sondersetting in Betracht gezogen, obliegt es einer Bewilligungspflicht durch die Oberjugendanwaltschaft. Bei der Prüfung der Bewilligung unterzieht die Oberjugendanwaltschaft die Vertragsofferten einer eingehenden Prüfung und stellt sicher, dass sich die Kosten in einem vernünftigen Rahmen bewegen und eine Kostenkontrolle möglich ist. Maßnahme 2. Die Oberjugendanwaltschaft unterzieht das zweite laufende Sondersetting einer Überprüfung in Bezug auf die Ausgestaltung und die Kosten. Wir haben Maßnahme 3. Gestützt auf die Bewilligungspflicht von Sondersettings stellt die Oberjugendanwaltschaft sicher, dass die Wohnungen einen einfachen Standard aufweisen und kostengünstig sind. Mag jetzt als Einzelmaßnahme erscheinen, hat aber auch mit der ganzen Ausgestaltung der Maßnahmen zu tun. Und Maßnahme 4. Kampfsportausbildungen sind im jugendstrafrechtlichen Straf- und Maßnahmenvollzug bis auf Weiteres nicht zulässig. Da möchten wir auch noch weitere Erkenntnisse erhalten. Sind solche Ausbildungen in Ausnahmefällen dennoch angezeigt, so erfordern sie eine entsprechende psychiatrische Abklärung und die Bewilligung durch die Oberjugendanwaltschaft. Dann zum Begriff Reinach, wenn Sie so wollen. Wird ein Sondersetting errichtet, sind die betroffenen lokalen Behörden durch die Jugendanwaltschaft zu informieren. Und schließlich Maßnahme 5 betrifft die Medien. Alle Medienauftritte von Mitarbeitenden der Zürcherischen Jugendstrafrechtspflege erfordern grundsätzlich eine Bewilligung durch die Oberjugendanwaltschaft. Und dass die Sensibilität in diesem Bereich gewachsen ist, dürfen Sie nach den letzten 2 Wochen vermuten. Ich danke Ihnen für
die Aufmerksamkeit und komme, das hätte ich fast noch vergessen, zum Fazit. Das möchte ich doch noch festhalten. Bei Carlos und dem installierten Sondersetting handelt es sich um einen außergewöhnlichen Einzelfall. Die 130 erspare ich Ihnen, die habe ich erwähnt. Wir machen Sondersettings nur dann, wenn ein Vollzugsnotstand feststeht. Die Oberjugendanwaltschaft hat Verständnis dafür, dass die veröffentlichten Inhalte des Sondersettings und insbesondere die monatlichen Kosten von Franken 29.200 zu heftigen Reaktionen in der Bevölkerung und in der Politik geführt haben. Wir bedauern, dass die durch Hans-Ueli Güber ausgelöste Medienberichterstattung die laufende und bislang erfolgreiche Schutzmaßnahme von Carlos stark beeinträchtigt hat. Und wir bedauern ebenso, dass die Sendung ein völlig falsches Bild von der Arbeit der Jugendanwaltschaften vermittelt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Marcel Riesen für diese doch große Arbeit, das zusammenzustellen. Es war ein erheblicher Aufwand. Wir haben unter Zeitdruck gearbeitet. Aber es war mir sehr wichtig, diese Informationen alle beisammen zu haben. Und ich hoffe, wir haben das etwa darstellen können, wie die Tatsachen sind. Und Sie haben unschwer feststellen können, dass es sich hier tatsächlich um einen schwierigen Fall handelt. Es handelt sich eigentlich um diese Drehtürjustiz in der Jugendkarriere eines Jugendlichen. Und wenn man so das beurteilt, dann hat Carlos in der Tat eine total verbockte Jugend hinter sich, wie es Lilian Minor im Tagesanzeiger bezeichnete. Es war sicher richtig, in diesem Fall ein besonderes Gesamtsetting einzuleiten, dieses festzulegen, und zwar mit dem Ziel, eben diese Delikthandlungskette zu unterbrechen. Man wollte Carlos eigentlich noch eine letzte Chance geben, bevor er ins Erwachsenenstrafrecht hineinkommt. Und gelinde gesagt, wir wollten ihn eigentlich im Erwachsenenstrafrecht nicht noch behandeln müssen. Das war auf jeden Fall das Ziel und das war sicher legitim. Und es kam natürlich dazu, dass andere Angebote nicht zur Verfügung standen. Auch das Maßnahmenzentrum Uitikon stand damals nicht zur Verfügung, weil Carlos eben erst 15 Jahre alt war und nicht 16. Weil ins Maßnahmenzentrum Uitikon nehmen wir nur 16-Jährige auf oder ab 16 Jahren. Ich stelle aber fest, dass genau dieses wichtige Sondersetting nicht mit der nötigen Sorgfalt eingerichtet wurde. Es ist nämlich nicht so, dass der Zweck die Mittel heiligt. Beim Inhalt des Vertrages, namentlich den Kosten, das wurde erwähnt, als auch der Aufsicht über den Auftragnehmer, hat der zuständige Jugendanwalt aus meiner Sicht nicht richtig hingeschaut. Ich jedenfalls hätte einen solchen Vertrag nie unterschrieben. Jedenfalls nicht mit diesen Kostenpositionen. Ich orte hier Kritiklosigkeit und fehlendes Fingerspitzengefühl. Dasselbe gilt eigentlich auch für den medialen Beitrag. Der Oberjugendanwalt, leitender Oberjugendanwalt, ging von einer völlig anderen Dokumentation aus. Es ging eher darum, die Arbeit von Hans-Ueli Gürber zu würdigen. Das war auch die Information, die eben zu einer Bewilligung dieses Beitrags geführt hat. In meiner Funktion als Justizdirektor möchte ich wirklich Wert darauf legen, dass ich meine Erwartungen habe an die Umsetzung der Maßnahmen, die der Oberjugendanwalt vorgestellt hat. Es ist mir sehr wichtig, dass das jetzt auch umgesetzt wird, und ich habe zusätzlich noch ein paar wichtige Punkte, die mir persönlich wichtig sind. Und zwar noch einmal, ich entschuldige mich, aber vielleicht ist es auch wichtig, das zu wiederholen, nämlich Maßnahmen müssen immer das primäre Ziel haben, Täter in die Gesellschaft und in das Erwerbsleben zurück zu integrieren, also die Reintegration zu pflegen. Zentrales Element ist dabei das Erlernen eines respektvollen Umganges, aber auch das Erlangen einer beruflichen Qualifikation, gerade bei Jugendlichen. Und das setzt, von mir aus gesehen, auch eine Eigenleistung voraus. Und diese müssen wir zwingend einfordern. Als Beispiel bietet unser Maßnahmenzentrum in Uitikon Berufslehren in 8 verschiedenen Berufsfeldern, wo eben Täter sich qualifizieren können, um dann zu bestehen in der Berufswelt.
Sondersettings, das wurde gesagt, müssen absolute Ausnahme bleiben. Und ich bin froh, wenn für diese eben dieses Sechsaugenprinzip über den zuständigen Jugendanwalt, über den leitenden Jugendanwalt und die Oberjugendanwaltschaft existiert. Dieses Sechsaugenprinzip müssen wir haben für die Auftragserteilung. Luxus und Nice-to-Haves haben in solchen Aufträgen eigentlich nichts zu suchen. Wir müssen auch, und das ist ein dritter Punkt, wissen, ob unsere Maßnahmen wirklich greifen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir ein besseres Erfolgsmonitoring haben. Das ist aber gesamtschweizerisch ein Problem. Wir müssen in Zusammenarbeit mit dem Bund die Rückfälligkeit von Straftätern generell und namentlich im Bereich der Jugendlichen überprüfen, kontrollieren und monitoren. Und es gibt ein Projekt, JUSAS, des Bundesamtes für Statistik, das genau hier ansetzt. Und wir möchten hier eine enge Zusammenarbeit pflegen. Das ist natürlich auch ein Auftrag letztlich an die KKJPD, also an die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Und ich bin dort im Vorstand. Wir haben auch versucht, über die Rückfälligkeit von Jugendlichen im Kanton Zürich einen Überblick zu geben bei der Beantwortung des Postulates 172/2010, wenn Sie diesen Regierungsratsbeschluss dort ansehen wollen. Vierter Punkt. Die in vielfacher Beziehung tragische Geschichte von Carlos zeigt, dass eben noch ein Bedarf an Plätzen in diesem Bereich nötig ist. Eine Möglichkeit wurde erwähnt, nämlich etwa 4 bis 6 Plätze in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Rheinau, die in Diskussion stehen. Ich persönlich bedauere sehr, dass sich der Fall Carlos in dieser Art entwickelt hat. Wir gehen nun davon aus, dass das damit und hiermit geschnürte Maßnahmenbündel solche Probleme in Zukunft unterbinden kann. Ich hoffe es sehr und hoffe nicht, dass wir wiederum einen solchen Auflauf machen müssen um unsere Arbeit. Ich danke Ihnen. Nun, denke ich, besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen zum Bericht, zu allen fälligen Aussagen, die wir gemacht haben. Da gebe ich das Wort Herrn Riesen. Zum Rindfleisch kann ich Ihnen nichts sagen. Ich nehme an, dass das auch immer wieder mal genossen wurde. In welchem Umfang weiß ich nicht. Zum Armani-Deo habe ich vernommen, was stimmt, weiß ich nicht, dass es sich bei diesem Armani-Deo um ein persönliches Geschenk von Riesen Ockenfuß an einen Geburtstag an den Jugendlichen gehandelt hat. Was stimmt, kann ich nicht Ihnen hier nicht sagen, aber das ist die andere Darstellung als welche, die wir in den Medien erhalten haben. Das Thai-Boxen der Kosten, ja, das ist die Tagesstruktur unter dem Titel Arbeit in der Mitte, Tagesstruktur Pauschale pro Monat. Da erhält dieser Thai-Box-Trainer, wenn Sie so wollen, als täglicher Begleiter dieses Jugendlichen, das ist der Lohn dieses Trainers, als Pauschale total. Hätte ich gleich eine Anschlussfrage. Wir haben ja gehört, es hätte 2500 Franken, ich glaube es war 10 vor 10, monatlich für Vitamine und Aufbaupräparate. Können Sie das bestätigen? Nein, das weiß ich schlicht und einfach nicht. Weil nicht, da gehen einem natürlich schon die Alarmsignale los. Was sind das für Aufbaupräparate? Haben Sie das nicht abgeklärt? Ich muss vielleicht, bevor ich jetzt ganz viele Detailfragen habe, wirklich etwas ganz Allgemeines sagen. Ich konnte in diesen 2 Wochen nicht alles aufnehmen, was in den einzelnen Medien berichtet wurde, was, wie, wann, unter welchen Umständen vorgefallen ist. Ich sage nicht, um mich jetzt generell da in Abwehr zu verfallen. Ich kann es schlicht nicht überprüfen. Und wenn wir es erfragt hätten, wäre es eine Darstellung der Parteien. Und es war schlicht weder der Anlass noch die Möglichkeit, noch bestanden überhaupt die Ressourcen, diese Fragen in diesem Detailrahmen abzuklären. Ich kann Ihnen darum diese Frage schlicht nicht beantworten, aber gehen Sie davon aus, dass nur ein bestimmter Anteil aller dieser Vorbringungen stimmen dürfte. Aber das ist meine Einschätzung. Und gehen Sie davon aus, dass, wie ich gesagt habe, die Kostenpositionen aus meiner Sicht eben
mehr als diskutabel sind. Da gebe ich Ihnen recht. Und da denke ich, wie gesagt, ich hätte einen solchen Vertrag mit diesen Kostenpositionen nicht genehmigt. Habe ich aber noch kurz eine Anschlussfrage, dann schweige ich. Sie haben ja hier einige Fehler aufgedeckt und gleichzeitig wollen Sie verhindern, dass es in Zukunft solche Berichterstattung gibt. Ich sehe da einen fundamentalen Widerspruch. Sie müssen ja eigentlich dankbar sein um diese ungeschminkte und unzensurierte Bericht über diesen Fernsehfilm. Da müssten Sie eigentlich glücklich sein. Das hat dazu gebracht, dass Sie Schwachstellen und Fehler entdeckt haben. Das wollen Sie in Zukunft auch verhindern. Wir haben den Beitrag Reporter nicht kritisiert, also das haben Sie gehört. Selbstverständlich hat das geholfen, diese Fragen aufzudecken. Es hat aber auch noch andere Resultate ergeben aus diesem ganzen Medienrummel. Aber selbstverständlich, ich finde es wichtig, dass solche Themen aufgedeckt und diskutiert werden. Und es hat sie auch auf meine Ebene angehoben. Und auch wenn ich keine Weisungsbefugnisse, direkte inhaltliche Weisungsbefugnisse in die Strafverfolgung hinein habe, aber das sind Themen, die selbstverständlich diskutabel sind. Ein Punkt der Sondersettings ist Unterstützung beim Finden einer Arbeits- oder Lehrstelle vor Ort. Und Sie haben ja erwähnt, wie wichtig es ist, dass diese jungen Menschen eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildung haben. Gibt es da konkrete Schritte schon bei Carlos Jens? Nein, die sind mir nicht bekannt, aber im Moment natürlich sowieso nicht, weil er jetzt stationär untergebracht ist und wahrscheinlich alle Abklärungen, sage ich jetzt vermutungsweise in dieser Richtung, im Moment etwas schwierig werden. Mhm. Ja, wie viel soll denn eigentlich eine normale Behandlung für einen Jugendlichen, ein Jugendlicher kosten oder durchschnittlich, wie viel kostet das eigentlich monatlich? Also da haben wir ganz verschiedene Zahlen. Ich habe Ihnen eine Zahl anzubieten, offene und geschlossene Jugendheime. Da haben wir 55 Jugendliche in diesen untergebracht. Da sind die durchschnittlichen Kosten für die Jugendanwaltschaft pro Tag 452 Franken und pro Monat 13.560 Franken. Also die durchschnittlichen Kosten für die Unterbringung in einem offenen oder geschlossenen Jugendheim, wenn wir einfach die durchschnittliche Zahl nehmen. Das sind aber nur die Kosten, die die Jugendanwaltschaft selber, die wir aus unserem Budget begleichen. Hinzu kommen noch Kosten des Bundes oder Subventionsbeiträge. Und da kann ich Ihnen die genaue Zahl nicht geben, aber die dürfte etwa noch einen Drittel höher liegen. Also wenn Sie die gesamten Kosten für die Öffentlichkeit rechnen, behaften Sie mich nicht auf den Franken, dann werden das ungefähr schätzungsweise 18.000 Franken pro Monat für einen Jugendlichen in einer Institution sein. Vielleicht zu dieser Frage noch etwas spezifischer noch. Es gibt beim Webauftritt des Ostschweizer Strafvollzug-Konkordates gibt es eine sogenannte Kostgeldliste. Das ist die Liste, die wir festlegen im Konkordat, das ich präsidiere. Das sind die Kosten, die wir uns gegenseitig verrechnen, wenn wir Delinquenten austauschen. Und da ist das Erwachsenenstrafrecht und das Jugendstrafrecht aufgeführt. Und selbstverständlich muss man wissen, dass in diesen Tarifen dann aber die Behandlung oder die Maßnahme nicht, also die eigentliche Therapie ist nicht inbegriffen. Man geht insgesamt von einer Faustzahl aus in der Schweiz, dass die Maßnahmenkosten am gesamten Strafvollzug etwa 5-10% sind, aber das ist relativ pauschal. Also Sie können dort auch diese Kostgeldliste konsultieren und schauen, wie die Tarife etwa sind, aber Sie lassen sich natürlich schlecht mit diesem Sondersetting vergleichen. Auch wenn dieses Sondersetting undiskutabel zu hoch vereinbart wurde. War noch eine Frage dort hinten. Ich hätte eine Frage an Herrn Riesen. Sie haben den Vollzugsnotstand angesprochen. Orten Sie den bei den privaten Anbietern oder bei staatlichen Institutionen? Vollzugsnotstand in Einzelfällen, das war das Wort, das wir aus dem psychiatrischen Gutachten gehört haben. Das war ein Vollzugsnotstand in diesen ganz speziellen Fällen. Da haben wir ein Problem. Sonst kann ich, und ich werde jetzt nicht lang, für den Kanton Zürich sagen, dass wir mittelfristig in einer sehr guten Situation stecken. Wir haben im Jugendgefängnis Limmatal 24 Plätze erhalten vor 2-3 Jahren. Wir können alle Untersuchungshaften, auch die längeren Freiheitsstrafen dort durchführen, haben auch entsprechende Betreuung.
Wir werden in einem Jahr etwa, hoffe ich, definitiv das Maßnahmenzentrum Witikon ausgebaut haben. Dort werden insgesamt 26 Plätze für die geschlossene Unterbringung von Jugendlichen bereitstehen, und zwar Plätze, die Jugendliche, auch schwierige Jugendliche, aufnehmen können, also Plätze, die sehr tragfähig sind, wie wir in unserem Jargon sagen. Wo wir noch eine Lücke haben, um auf Ihren Begriff anzusprechen, das sind die Ausführungen im Bericht ganz am Schluss. Es gibt eine ganz kleine Menge von jugendlichen Straftätern, die eigentlich, ich sage das plakativ, nicht durch Pädagogen, sondern durch Ärzte behandelt werden sollten in einer Klinik. Und für Jugendliche, die gefährlich sind, die gewalttätig sind und eigentlich eine psychiatrische Behandlung bräuchten, für diese ganz wenigen haben wir im Kanton Zürich zu wenig Plätze. Und da sind wir an der Planung. Da kann ich Ihnen aber noch nichts weiteres darüber sagen. Da ist auch die Gesundheitsdirektion wesentlich beteiligt. Das würde unsere schwierigste Lücke, sagen wir mal so, schließen. Trotzdem noch eine Nachfrage. Wenn Sie vom Vollzugsnotstand in Fällen wie den Wald Carlos sprechen, dann schließe ich daraus, dass Sie der Meinung sind, es bräuchte eigentlich mehr Anbieter wie Riesen-Nockenfuß. Kann man so nicht sagen. Halten Sie sich noch einmal vor Augen, ein Fall Carlos ist wirklich ein Einzelfall. Ich sage Ihnen das nicht rhetorisch in dieser Runde. Ist wirklich ein Einzelfall. Sie können alle involvierten Behörden fragen. Sie können sich noch einmal vor Augen halten, dass wir ein Strafverfahren hatten mit 11 Jahren. Und Sie können davon ausgehen, wenn ein Jugendlicher mit 11 Jahren wegen eines Deliktes in einer geschlossenen Einrichtung wie der Durchgangsstation Winterthur untergebracht werden muss, dann entspricht er schlicht nicht dem Durchschnitt. Und wir werden nicht ein generelles Setting oder Anbieter haben, die solche Fälle übernehmen können, weil es eben Ausnahmefälle sind. Und darum wurde dieser Fall auch zum Sondersetting. Und Riesen-Ockenfuß war jetzt eine sehr qualifizierte Firma. Die Personen verfügen über, das muss ich hier auch noch einmal sagen, Sie haben gehört, ich bin weder verwandt noch verschwägert, die haben eine sehr gute berufliche Ausbildung, langjährige Erfahrung im Umgang mit schwierigen Personen vom Lehrberuf her und so weiter. Wir waren froh, dass Riesen-Ockenfuß hier für so ein solches Setting in diesem Fall bereitstand. Aber wir brauchen nicht 10 weitere solche Anbieter. Es ist im Übrigen einfach noch dazu, es ist mir ein Anliegen. Wir wissen noch nicht ganz, wie das dann den Bedarf abdeckt, wenn wir das MZU vollumfänglich zur Verfügung stellen können. Dort wird ja die Platzzahl von 45 auf 67 Plätze vergrößert. Das sollte Ende 2014 endgültig zur Verfügung stehen. Es wird die zweite Tranche diesen Herbst dann irgendwann aufgehen, des neuen Teils. Und da müssen wir dann auch schauen, ob das nicht reicht. Und ob wir dann wirklich noch einen Bedarf haben für solche Fälle, das werden ganz wenige sein. Aber eben diese ganze Anstaltsplanung ist ohnehin ein Thema auf ganz gesamtschweizerischer Ebene, aber auch in den Konkordaten. Und da müssen wir schauen, dass wir den Bedarf mittelfristig mit vertrauenswürdigen Angeboten abdecken können. Ja. Stellvertretend zu Ihnen sagen, wie er seinen Beitrag in der Zwischenzeit beurteilt, A, und B, Sie haben noch Fehler geortet, hat das Konsequenzen für ihn und in welcher Form? Das werde ich beantworten. Er hat sich bei uns beiden entschuldigt, er hat realisiert, dass er einen Fehler gemacht hat in der Form, in der Art und Weise, wie er bezüglich diesem Fall vorgegangen ist, nicht nur bezüglich des Beitrages im Fernsehen, sondern in der vertraglichen Abmachung. Es ist aber so, dass ich über personalrechtliche Maßnahmen hier nicht öffentlich sprechen werde. Herr Gürber wird ohnehin nächstens pensioniert. Er ist also, steht kurz vor der Pensionierung. Also von dem her gesehen möchte ich über weitere Maßnahmen keine Auskunft geben. Umfangreichen Maßnahmen. Also man könnte dann nicht nur ein 10-köpfiges Betreuerteam, sondern auch ein 15-köpfiges Betreuerteam natürlich, wenn Sie das vor allem in Bezahlen erstellen. Und da wollte ich Sie fragen, können Sie vielleicht noch sagen, war das ein 10-köpfiges Team? Wer waren denn die 10 Köpfe?
Und das ist vorhin, glaube ich, schon gefragt worden, auf, was hat denn der Thai-Box-Weltmeister bekommen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien, auch wie lange man da braucht in der Ausbildung, um sozusagen da fit zu sein? Ich finde leider nicht so fit für den Gebiet. Und vielleicht einfach, dass man die beiden Fragen dann beschäftigt. Zur Präzisierung, sagte, wenn man eine Pauschale hat, dann in dieser Form, wie wir sie gewählt haben, und das haben wir ja selbstkritisch festgestellt, auch zu anderen Oberjugendanwaltschaft, dann wird eine Kontrolle schwierig, weil die Pauschale, und da habe ich auch Verständnis, dass man auch an eine Pauschale gedacht hat, weil der Einsatz sehr umfangreich sein konnte, nicht berechenbar etc. Aber wenn man eine Kostenkontrolle genau möchte, werden wir wahrscheinlich nicht darum kommen, wir müssen noch schauen, wie wir das machen, dass man eben auf der Abrechnungsbasis und auf der Kostenstelle bleibt und nicht mit einer Pauschale arbeitet, sondern wahrscheinlich auf ein anderes System wechseln muss. Und dann hat die kontrollierende Behörde, wenn Sie so wollen, genaueren Einblick, welche Ausgaben wurden getätigt und was ist sinnvoll. Zu den 10 Personen, wenn Sie den Film vor Augen haben, dass ganz viele Leute da Platz genommen haben, das kann es tatsächlich auch in einer Standortbestimmung in einem Erziehungsheim geben. Das ist die Realität, da wollen wir auch transparent sein, aber das ist keine negative Realität. Wenn Sie an ein Erziehungsheim denken, dann kann es sein, dass dort die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt teilnimmt, dann vielleicht eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter einer Jugendanwaltschaft, die Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter. Dann ist es vielleicht der Lehrlingsbetreuer, dann ist es eine weitere Bezugsperson im Heim, dann ist es der Heimleiter, dann kann das der Therapeut sein, der mit diesem Jugendlichen in der Institution arbeitet. Und dann ist es vielleicht noch eine Person, die in diesem Fall irgendeine Funktion übernimmt. Und dann bespricht man an einer Standortbestimmung die Arbeit, wenn Sie so wollen, oder die Situation dieses Jugendlichen. Und darum kann es schnell einmal, sage ich, sein, dass es halt bis zu 10 Personen sind, auch wenn das sehr viel jetzt sind, das ist nicht der Regelfall. Aber wer jetzt genau an der Besprechung teilgenommen hat, kann ich Ihnen genauer jetzt nicht sagen. Dann der Lohn des Thai-Boxlehrers, die Frage habe ich schon beantwortet, die finden Sie in der Kostenaufstellung mit diesen 5.000 Franken. Ja. Mich würde interessieren, unter welchem Rechtstitel Carlos jetzt im Moment im Gefängnis ist und ob diese Unterbringung mit dem Bezirksgerichtsurteil und deshalb vereinbar ist. Also es ist klar, wir müssen für Carlos eine Anschlusslösung haben. Das kann keine permanente Sache sein, auch von Seiten der Jugendanwaltschaft nicht. Das wird dann Herr Riesen sagen. Aber wir müssen auch realisieren, dass mit der medialen Präsenz des Falles das Gesamtsetting gar nicht mehr funktioniert hat. Und wir mit dem Zerfall dieses Gesamtsettings ein gewisses Risiko eingegangen wären, das muss ich schon sagen. Und dieses Risiko wollte die Oberjugendanwaltschaft nicht eingehen. Es ist auch klar, aufgrund des Entscheides jetzt des Obergerichtes, dass das Obergericht zumindest befristet das stützt. Selbstverständlich kann das nicht das Regime sein, das langfristig für Carlos angewendet wird. Wie es aber ausschaut, das muss jetzt, da ist im Prinzip die Jugendanwaltschaft Zürich gefordert. Ja. Es war die Frage nach dem Rechtstitel gestellt und zuvor möchte ich, Herr Hirgesser Graf hat eigentlich alles gesagt, es war nicht die Oberjugendanwaltschaft, die, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen unpassend aus Lust und Laune, diesen Jugendlichen aus diesem Sondersetting gerissen haben. Wenn Sie sich in die Situation des Jugendlichen versetzen mit diesem Personenbild, mit diesem Setting und jetzt davon ausgehen, was medial in den letzten 2 Wochen, sagen wir mal nicht nur medial, sondern einfach grundsätzlich gelaufen ist, dann denke ich, sind wir nicht weit von der Realität entfernt, wenn man sich vorstellen könnte, dass da jemand auch anders reagiert, als einfach nur aus dem normalen Leben heraus. Und da mussten wir, das war mein Eindruck, diesen Jugendlichen auch vor sich selber, aber vor der Gesellschaft auch und vor investigativen Mitbürgern schützen. Und das war ein Grund, warum wir diese Versetzung vorgenommen haben. Der Rechtstitel der Unterbringung, der über allem steht, ist das Jugendgerichtsurteil vom letzten November.
Das sieht eine Unterbringung vor. Die Jugendanwaltschaften haben verschiedenste Möglichkeiten, diese Unterbringung zu vollziehen. Wenn es notwendig ist, können und müssen wir in kritischen Zeiten jemanden auch geschlossen über, im Sinne eines Timeouts unterbringen können. Und wir haben die glückliche Situation, dass im Jugendgefängnis Dietikon eine Betreuungsqualität hergestellt ist, die im weiteren Sinne eine Qualität fast eines Heimes, ohne dass Sie jetzt wieder an die Kosten denken, sondern in Bezug auf Psychiatrie etc. besteht, bei denen wir auch sogar vorsorgliche Maßnahmen über mehrere Wochen dort führen können, ohne dass wir den Charakter des Jugendstrafrechts verraten würden. Kommt dazu, dass im Jugendgefängnis Dietikon Sie diesen Kunden schon kannten und dort eben Bezugspersonen waren, die schon mit ihm gearbeitet haben und entsprechend auch das auf einem niederschwelligeren Regime passieren konnte, diese Verschiebung. Das war uns wichtig, weil wir möglichst nicht eskalieren wollten. Also es geht natürlich vor allem auch aus der Sicht der Oberjugendanwaltschaft um diese Frage. Sie, Herr Riesen, haben sich mal dazu geäußert, dass das bei der Zertifizierung am kommenden Jahr der Fall sein soll. Wie sieht das heute aus? Ja, wir haben tatsächlich schon früher, bevor der Fall Carlos da ein Thema war, uns mit Fragen der Zertifizierung beschäftigt. Es gibt beispielsweise vom Fachverband Integras in der Schweiz Zertifizierungsbemühungen im Sinne eines Qualitätsmanagements. Wir haben uns eigentlich diese Bemühungen selber auf die Fahne geschrieben im zürcherischen Jugendstrafrecht. Wir haben auch bereits ganz weitgehende Abklärungen getroffen, wie weit wir die Qualitätsanforderungen oder wie die Qualitätsanforderungen an private Anbieter aussehen müssen. Und wir haben unsere Institutionen, die wir in der Regel mit unseren Jugendlichen beschicken, wenn sie so wollen, auch darauf hingewiesen, dass wir zukünftig solche Qualitätsstandards einfordern werden. Wir haben uns aber nicht nur auf einen Qualitätsstandard festgelegt, sondern wir möchten einfach die Gewähr, dass ein gewisser Qualitätsstandard einfach erreicht wird, unter mehreren möglichen Labeln. Im Moment sind wir daran, das umzusetzen, aber wir haben noch keine Resultate und ich kann Ihnen kein fixes Datum jetzt angeben, nicht zuletzt auch aus all den Ereignissen dieser letzten zwei Wochen. Trifft es zu, dass Carlos von einem Sonderkommando der Polizei verhaftet wurde, wieder wegschrieb? Und wenn ja, weshalb war das nötig? Also ich möchte keine Einzelheiten sagen, wie ein konkretes Ereignis jetzt ablief. Sie können sich das selber vorstellen, wenn Sie einen Jugendlichen haben und nicht wissen können, wie er reagiert, wenn ein solches Ereignis auf ihn eintritt. Dann können Sie selber überlegen, was Sie für Vorsichtsmaßnahmen getroffen hätten und wie die durchgeführt werden. Aber es ist die Polizei, die festlegt, mit welchen Mitteln Sie einen Einsatz machen. Eine Frage, ich begreife nicht ganz, warum jetzt dieses Setting, weil es publik geworden ist oder durch die mediale Berichterstattung, warum das verunmöglicht wurde, wenn es gut war, weil es war ja, er hatte ja keine Kontakte, er hatte diesen Transport, er hat alleine trainiert, da war das Haus. Was hat die mediale Öffentlichkeit, also kann dieses Setting nur funktionieren, wenn es hochgeheim ist, oder können Sie mir das erklären? Ich begreife das nicht. Also wenn Sie mir jetzt, ich möchte noch nicht länger ausführen, aber wenn Sie zwischen hochgeheim und den Ereignissen, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen hatten, irgendeine Verbindung sehen, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Wenn Sie also den Wohnort im Blick haben des Jugendlichen, wenn Sie wissen, wo der Jugendliche trainiert, und wenn Sie das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit oder der Anteilnahme am Lebenslauf dieses Jugendlichen in Rechnung stellen, müssen Sie nicht fantasieren, dass bald einmal jemand dort trainieren möchte, dass jemand gerne ein Foto haben möchte, wie der Jugendliche am Morgen und wann er dann seinen Tagesablauf unter der Haustüre beginnt. Ich brauche Ihnen das, glaube ich, weiter nicht auszuführen. Nein, ich verstehe es wirklich nicht. Also den Rummel, ich verstehe es nicht. Es ist ein geschlossenes Setting, wie Sie uns das erklärt haben. Ich begreife es wirklich. Mir fehlt vielleicht die Fantasie. Wir können, das ist wahrscheinlich so. Aber können Sie es mir erklären, bitte? Ich begreife es wirklich nicht.
Sie können nichts erklären. Also was aus so vielen Medienberichten, was hat es konkret gegeben, dass Carlos jetzt in dieser Situation gefährdet hätte oder ihn gefährlich gemacht hätte? Ich kann das insofern noch beantworten oder ergänzen, es wurde gesagt, jedenfalls aufgrund unserer Informationen, die ich wiederum von der Oberjugendanwaltschaft habe, und es ist ja nicht ich habe nicht entsprechend veranlasst, aber die Oberjugendanwaltschaft, die hat veranlasst, dass ein Zugriff erfolgte. Es waren Anzeichen da, dass Leute bei der Wohnung aufkreuzten, dass nicht nur Leute der Medien, und es waren auch Leute beim Training aufgekreuzt, und wir wollten uns hier keine Probleme aufhalsen. Das war sicher einer der Punkte, und die Oberjugendanwaltschaft hat entsprechend reagiert. Ich habe eine Frage, wie geht es Carlos und wie erlebt der diese Situation? Also Sie können sich vorstellen, dass die Situation schwierig ist für ihn. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also verfolgt das in den Medien oder kann er, hat er ein Handy? Kriegt das überhaupt mit, die ganze mediale Berichterstattung? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, wir haben keine Statistik, sie würde auch nichts aussagen, weil wir einfach nur ganz wenige Fälle haben. Und Carlos war jetzt ein Fall in den letzten Jahren, Sie haben ja das im Bericht gesehen, der uns über mehrere Jahre, auch die Öffentlichkeit, Schulen, Polizei, sehr, sehr stark beschäftigt hat. Wir haben vielleicht, lassen Sie mich schätzen, alle 5 Jahre einen solchen Fall. Aber das ist eine grobe Schätzung und mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Dann denke ich, sollten wir langsam zum Schluss kommen. Vielleicht noch eine letzte Frage, ja? Herr Graf, Sie haben ja zweimal gesagt, dass Sie nicht gerechnet mit unterschieden hätten. Wir haben Riesen, haben Sie denn diese Rechnung nicht gesehen? Haben Sie die auch nicht? Ich habe gewusst, oder wir haben auf der Oberjugendanwaltschaft gewusst, dass ein solches Sondersetting stattfindet. Über die genaue Höhe und die Ausgestaltung dieses Settings, da war ich nicht informiert. Aber wir sehen natürlich bei den Rechnungen, das sehen wir auf der Oberjugendanwaltschaft auch, indirekt hatten wir also Kenntnis von diesen Zahlen. Ja. Wenn wir ein solches Setting haben, dann ist die Rechnungsstellung bisher nicht anders gewesen als bei anderen Fällen auch. Und wir haben die Kompetenz bei den Jugendanwälten, das Fachwissen bei den Sozialarbeitern. Wir überprüfen den rechnerischen Verlauf, aber es gibt keine Bewilligungspflicht, welche Maßnahmen vom Jugendanwalt angeordnet werden. Gut, können wir hier abschließen. Es bietet sich noch Gelegenheit für individuelle. Ich möchte ganz schnell organisatorisch das jetzt ordnen, damit es einigermaßen funktioniert. Die Radios haben jetzt kurz Gelegenheit, hier in der Mitte Interviews zu machen. Nachher steht